Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play SimCity. Ja, letzte Folge, haben nicht so super viel geschafft, aber immerhin habe ich es geschafft, noch eine Spielothek zu bauen. Dazu haben wir unseren Export vielleicht noch ein bisschen verbessert. Diese Folge werde ich jetzt keine Besichtigung machen. Ich möchte jetzt so schnell wie möglich die Zuganbindung hier herstellen, dass noch ein paar mehr Leute hier in die Stadt kommen, dass es sich dann vielleicht auch mehr lohnt, um die Attraktion zu bauen, weil wir wollen ja auf jeden Fall den Big Ben noch in die Stadt reinhauen. Okay, da gehen wir jetzt einfach mal hier hin und dann auf öffentliche Transportmittel und Züge. So, und ich habe das jetzt nie gemacht, also mal gucken, was das wird hier. Bahnhof für deutschen Hochgeschwindigkeitszug. Sehr cool, bauen wir aber nicht, denke ich, weil das möchte ich dann in meiner deutschen Stadt haben. Bauen erstmal nur einen normalen Bahnhof, den habe ich ja auch noch nie gebaut. Also wir fangen erstmal damit an. Bahnhof für Personenverkehr. Alles einsteigen. Stellen Sie diesen Bahnhof für die Züge... Ja, ich lese schon wieder. Nochmal. Alles einsteigen. Stellen Sie diesen Bahnhof für die Züge der Region an den Schienen auf. Die Bewohner angebundener Städte pendeln mit den Zügen zur Arbeit oder kommen zum Shoppen in ihre Stadt. Auch Touristen der unteren und mittleren Einkommensschicht aus der Region nutzen diese Transportmöglichkeit. So, das war doch schon viel besser. Und ja, gut, der muss natürlich jetzt am Gleis sein. Den würde ich da einfach mal hier hinbauen. Oder? Ja. Warum nicht? So. Und jetzt kommen die schon mal zumindest hierher. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Was haben wir im Bahnhof? Ach ja, genau. Eisenbahnschienen. Wir könnten natürlich jetzt auch, weiß nicht, ob es Sinn macht, noch einen Zug hier durchbauen. Aber ich glaube, das passt erstmal. Wichtiger ist, dass die jetzt in der Lage sind, hierher zu kommen. So, wir können das noch ausbauen mit dem Bahnhofsschild. Das ist wichtig. Dann machen wir doch direkt hier an der Kreuzung. So hier. So, dann gucke ich mir das mal kurz an, wie das aussieht. Also den deutschen Bahnhof bauen wir auf jeden Fall noch. Den bauen wir dann wahrscheinlich dann in der deutschen Touri-Stadt. Bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt, wie das aussieht. Aber ich bin genauso gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir einen Big Ben hier hinbauen. So, aber wir haben echt noch ganz wenig Einwohner, noch 33.000. Müssen halt noch ein bisschen dichter bauen. Das würde ich jetzt so einfach mal machen wollen hier. Ansonsten haben wir ja erstmal nichts mehr. Wir können das Haus upgraden. Wo habe ich denn das hier? Ich würde gerne noch einen Grillpavillon bauen. Alle protestieren. Einer hat auch geschrieben, ich soll die Steuer mal ganz niedrig machen und das auf 1% oder so. Muss ich da mal gucken. Und dann halt, dass Leute reinströmen und dann soll ich sie wieder erhöhen. Das können wir vielleicht auch mal machen. Kreisförmiger Springbrunnen. Nein. Es geht ja auf nichts anderes. Ja. Nicht genehmigt der Rest. Da brauche ich so einen Springbrunnen. Was soll's. So. Damit sie wieder ihre erhitzten Gemüter abkühlen können. Ach, guck mal hier, das wird doch langsam. Cool. Cool. Ich wiederhole mich, aber der Retrofilter war ein guter Tipp, Leute. Gefällt mir. Okay, soll ich das mal ausprobieren mit den Steuern? Wir machen ja, obwohl wir minus 3000 sind, gut plus durch den Export. Aber ich weiß nicht, ob ich 1% wirklich machen soll. Halt, das ist falsch. Nein, 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 nein. Huch, das ist zu viel. Guck mal, wie viel wir da minus machen. Ich mache jetzt aber wahrscheinlich nur Wohngebiet, ne? Dass mehr Leute reinkommen. Den Gewerbe und so lasse ich auf 9%. Und sonst machen wir auch zu viel minus. Oh, minus 14.000. Ja, aber ich denke mal, durch Export können wir das sogar wieder ausgleichen. Guck mal, Transaktion des Monats, 400.000 fast. Das passt schon. So, jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Da würde ich ja fast jetzt einfach mal gar nichts machen, nichts bauen, sondern wir schauen einfach mal, wie das jetzt mit der Einwohnerzahl ist und wie sich die Häuser jetzt hier entwickeln. Ja, das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall ist hier das Rathaus. Und es wurde jetzt so mehrmals gesagt, ja, sorry, das habe ich immer verwechselt, dass Steuern nicht gleich Mieten sind. Habe ich da ein bisschen verpeilt. Wo ist denn das Rathaus? Hohe Mieten. Wo kann ich denn die Mieten einstellen? Oder liegt das an Mieten einfach daran, dass ich zu viel hohe Grundstückspreise habe und mittlere Grundstückspreise? Das kann natürlich auch sein. Weil ich finde jetzt hier nichts zum Einstellen dafür. Kredite, Steuern. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Grundstückspreise einfach höher sind. Oder zu hoch sind. Aber das, ja, damit müssen sie jetzt leben. So, werden das jetzt mal mehr? Es sind sogar weniger geworden. Was ist denn da los? Da machen wir nur minus 13.000. Guck mal hier. Schick. Geil, also es wird jetzt hier schnell gehen. Das wird jetzt hier schnell nach oben gezogen. Aber ich würde gerne mal sehen, dass die Einwohnerzahl jetzt nach oben geht. Es sind weniger geworden. 34.000, 31.000. Wohlstand der Bevölkerung. Der Großteil ist immer noch niedrig. Das müssen wir vielleicht auch mal ändern. Ich sollte, weiß ich nicht, sollte ich vielleicht mehr
mehr breite Straßen noch bauen, dass da mehr. Aber guck mal, hier ist zum Beispiel auch ein hohes Haus mit Rotlichte entstanden, wo hier eine dünne Straße ist. Ne? Also von daher. Noch mehr upgraden, die hier kann ich nicht noch mehr upgraden, ne? Ich guck mal, das geht ja nicht. Kein Zugang zur Region, hä? Was? Wenn eine Stadt keinen Zugang zur Region hat, kann sie sich nicht weiterentwickeln. Bauen sie eine Verbindung zur Autobahn. Hallo? Aber guck mal, jetzt hier freier Verkehr. Was hat denn der für Probleme? Wir haben Verbindung zur Autobahn. Wir haben sogar eine Zuganbindung. Wir sind super verbunden. Aber was mir einfällt, was wir bauen sollten, ist ein Hafen. Ich baue einen Hafen. Und wir machen, glaube ich, immer noch Plus, wo ich die Steuern auf 1% habe. Cool. Was denn? Das Verbrechen regiert. Ja, okay. Ach ja, fällt mir gerade ein. Das habe ich vorletzte Folge und dann habe ich aber wieder vergessen aufzunehmen. Ich habe nämlich schon das Maxisman-Gebäude gebaut. Sorry dafür. Hier. Das war aber das Einzige. Ich hatte halt 3-4 Minuten aufgenommen. Hat gedacht, ich nehme auf und dann habe ich es hier gemerkt und dann habe ich das dann verworfen erstmal, weil ich dann dachte, okay, hast du jetzt so viel aufgenommen, lässt es erstmal. Und jetzt hatte ich das total vergessen, weil da 4 Tage dazwischen liegen. Sorry, Leute, sorry. Hier, Maxes Herrenhaus habe ich gebaut. Dann können wir mal jetzt hier losschicken, Verletzte retten. Da hatte ich halt noch so gesagt, ja, jetzt ist das alles so düster wegen dem Dr. Wu. Und da müssen wir halt doch mal den Gegenspieler bauen. Und das passt ja auch ganz gut, so Maxisman ja so in der schönen Wohngegend und Dr. Wu hier in diesem Industriegebiet. Also entschuldigt bitte, dass ich das jetzt verpeilt habe, aber das habe ich ja jetzt nachgeholt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber guck mal, das wird doch hier langsam. 32.000 Einwohner, wir machen immer noch Plus. So, was wollte ich jetzt machen? Was ist denn hier? Bahnhof geschlossen. Ohne Strom. Was? Kein Strom? Wir brauchen Strom. Ui. Ah, ist das nicht mit der Straße verbunden, oder was? Ach so. Na, dann machen wir das doch mal. Ja, immer so. Ich würde es ja auch gerne noch hier durchziehen. Ohne, dass ich das Haus abreiße. Das kleine Rotzhaus kann man schon abreißen. Und nehmen wir mal so, das sieht eigentlich cooler aus. So hier. So. Jetzt müsste es auch Strom haben. Jetzt kommen die Leute auch. Ja, sorry, das habe ich jetzt. Das ist das erste Gebäude, was man bauen kann, ohne dass da eine Straße direkt dran sein muss. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber Strom machen wir da eigentlich noch genug, oder? Oh, na, ja, können wir mal schon noch einen Generator bauen. Cool, wir können jetzt hier einen. Ah, nee, Bullshit. Ich dachte, wir können jetzt hier den sauberen Kohlegenerator bauen, aber es geht ja noch gar nicht. So. Passt das, ne? Aber die Einwohner werden nicht mehr. Was soll denn das? Ich habe doch die Mieten schon übelst gesenkt hier. Guck mal, 1% Wohngebiet. Komisch. Ist echt komisch. Auf jeden Fall entstehen hier immer mehr Häuser. Also vielleicht wird das ja noch. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen geduldiger sein. Also ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich das mit dem Maxes Herrenhaus verpeilt habe, euch das gleich zu sagen. Aber gut. Aber ich habe den doch schon losgeschickt, oder? Okay, da können wir erstmal nichts ausbauen. Ja, langsam wird das hier. Langsam wird das hier. Hafen, 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 genau. Ich glaube, der Hafen kostet auch nicht ganz so viel, ne? Was kostet denn der? Minus 550. Alle an Bord lassen sich an einem Tag 1000 Sims mit dem Zug fahren. Sehr nice. Dann müsste das ja jetzt langsam wieder ein bisschen anlaufen. Und jetzt bauen wir mal noch einen Hafen. Ich hoffe, dass ich eine gute Stelle finde. Hier würde gehen. Hier geht leider nicht. Hier geht auch. Hier würde es auch gehen. Aber da ist auch schon der Bahnhof, dann tut sich das nur zu krass überlagern bei den Straßen wahrscheinlich. Dann verteile ich das lieber ein bisschen. Und hier finde ich es eigentlich ganz gut. Also hier, so hier würde ich es bauen. So hier. So. Jetzt bauen wir gleich noch aus. Kosten das dann nur minus 400, aber ich glaube, wir machen genug Geld. Das passt schon. Durch den Hafen müssen wir auch nochmal mehr Touris bekommen. Ist der jetzt mit der Straße verbunden überhaupt? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ah ne, ist er nicht. Seht ihr. Was? Ah, oh, das ist jetzt ein Witz, oder? Ich will die nicht nach rechts ziehen, weil das scheiße aussehen würde. So würde gehen. Ja, machen wir es so. Okay. Ich meine, hier irgendwo noch Wohngebiete hinbauen. Hier können wir noch was bauen. Das war's dann schon fast. Ah, hier geht auch noch. Ich hatte ja gesagt, ich wollte jetzt eigentlich nur ein bisschen dichter bauen. Das heißt, ich müsste eigentlich hier zum Beispiel noch Straßen durchziehen. Hier weiß ich nicht, hier vielleicht auch, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Hier haben wir auch noch Platz. Da bauen wir hier noch Gewerbe hin, würde ich sagen. Oder Industrie.
müssen halt dann Filterpumpen bauen. Und einer hat auch jetzt gemeint, die Pumpstation muss halt verbunden sein. Das hatte ich schon gesagt mit der Kläranlage für unendlich Wasser. Man muss aber dann irgendwie das mit einer Filterpumpe verbinden. Zumindest habe ich so verstanden. Ich brauche jetzt erstmal Industrie hier. Passt schon. Nur falls bauen wir dann Filterpumpen, wenn es zu dreckig wird. Was haben wir denn? Abwasser passt eigentlich. Polizei. Inbruch der Dunkelheit. Die Verbrecher werden nachts noch dreist, so die aktuellen Polizeikräfte sind der Aufgabe unter Umständen nicht mehr gewachsen. Okay, das ist schlecht. Da bauen wir jetzt mal eine große Polizeistation einfach. Was ist denn das hier eigentlich nochmal? Ach ja, die französische Polizei. Die bauen wir auch noch, aber nicht in die Stadt. Wir bauen jetzt auch erstmal, wir hatten ja wie gesagt noch nicht mal ein Polizeirevier, ein großes. Baue ich jetzt. So, und mir wurde jetzt auch gesagt, dass die Reichweite, man soll das ja trotzdem zentral bauen, weil die Reichweite trotzdem begrenzt ist. Und das dürfte auch die Wohngebiete glücklich machen. Ich würde das jetzt gucken, dass wir das hier irgendwo hinbauen. Wir haben auch genug Platz, was aussieht. Bevölkerungsboom. What? Das ging jetzt aber schnell. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir hatten eben nur 32.000. Ja, hier ist doch gut, oder? Oder bei uns? Ich finde es eigentlich hier fast besser. Na? Oder hier? Ja, ich weiß nicht mehr schon wieder. Ich mache jetzt hier. So. Alles ganz schön teuer, ne? Aber passt schon. So, die werde ich mal gucken. Wollen wir die jetzt schon ausbauen? Die hat so schon 4 Streifenwagen. Krass, kann man da viel bauen. Wir bauen erstmal ein Schild hin. So. Und das ist jetzt auch direkt in der Nähe von dem Glücksspiel, von der Glücksspielhalle. Das ist immer gut. Polizeieinsatzturm. Je weiter das Signal geht, umso besser. Nutzen Sie den Einsatzturm, um Ihre Streifenwagen zu unterstützen, damit diese direkt auf aktuelle Verbrechen reagieren können. Okay, das kostet halt alles Geld, ne? Aber muss überlegen, wir haben die Mieten super niedrig. Also Mieten, sage ich schon wieder. Die Steuern. Nur falls können wir die wieder erhöhen, wenn wir zu wenig Geld machen. Ja. Cool. Sollen wir hier Streifenwagenparkplatz? Jetzt sind ja schon 4 Streifenwagen da. Wir gucken jetzt erstmal, wie das hinterherkommt hier. Ist die denn überfüllt hier, die andere Polizeiwache, mit Zellen? Das mal finden wieder. Wo sind die? Hier. 1925. Was kostet das hier pro Stunde, so eine Zelle? 300 und da passen 15 rein. Und bei der großen? Hier. Minus 700, passen 70 rein. Also die sind, was minus pro, also pro Stunde minus angeht, sind die effektiver. Also baue ich dann lieber hier so eine große Gefängniszelle hin. Aber wir warten jetzt erstmal ab. Da passen doch jetzt schon 50 rein erstmal. Vielleicht reicht das ja erstmal. Muss ja nicht hier gleich alles ausbauen. Das ist ja dann auch blöd, wenn man dann ja, wenn man es nicht nutzt und nur minus macht, ist ja auch nicht so gut. Ja, Handlanger losschicken. Was bringt denn das eigentlich, wenn ich das mache? Probier's mal. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Und Maxis Man kommt auch gleich nochmal losschicken. Verletzte retten. So. Cool. Wir können auch irgendwann mal, werde ich mir mal die Zeit nehmen und die einfach mal verfolgen und mir angucken, was die so machen. Das würde mich eigentlich mal interessieren. So, 50.000 Einwohner. Jetzt geht's erstmal nicht mehr so wirklich hoch, aber das ging ja jetzt trotzdem schnell auf 50.000. Das hat mich ja jetzt echt überrascht. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, hier zum Beispiel ist viel zu viel Platz noch. Da würde ich ja fast sagen, dass man hier vielleicht noch eine Straße lang ziehen, auf jeden Fall. Aber jetzt stoppe ich ein bisschen das Rathaus. Ich muss es ja nicht ausbauen. Also es wäre unnötig, ich würde nur Minus machen. Und ich habe doch schon... Ah, einen Helikopter bauen wir mal. Ich kriege ja die ganzen Upgrades von den Leuten hier. Also es wäre... Eigentlich würde mir das keinen Sinn machen, das jetzt auszubauen. Und wir haben ja auch schon alles gesehen in der ersten Stadt. Da hatte ich ja, glaube ich, schon alles gebaut. So. Landeplatz muss ja trotzdem sein. Aber wir könnten mal... es ist halt blöd jetzt mit dem Hochhaus hier. Hauptattraktion, haben sie in einem Tag 300 Touristen der unteren Einkommensschicht, die ihre Stadt zufrieden verlassen. Cool. Hatten wir das in New Beam, hatten wir das glaube ich nicht gehabt, hä? Glaube ich. Ich würde ja so gerne mal den Big Ben bauen. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Na gut, es ist aber auch gerade dunkel. Es ist gerade 3 Uhr nachts, da kommen keine Touris mehr. Bahnhof? Huch. Sims in der Wartestellung, 890, krass. Passagiere, 5.700 pro Tag. Alter. Krass. Ey, ohne Scheiß, hätte ich das in New Beam gehabt, dann wäre das bestimmt ein bisschen anders abgelaufen, so was Touri angeht. Glaube ich zumindest. Krass. Okay, Einwohner war jetzt eben, wollte gerade sagen, 55.000 geht leider jetzt wieder nach unten, schade. Was ist denn jetzt? Ja, aber jetzt, komm, musst du jetzt langsam mal ausreichen hier. Wo ist denn die Wache? Hier vorne irgendwo war die. Ach hier, genau. Gucken wir mal.
Also die müssten da jetzt hinterherkommen. Ich könnte höchstens noch einen Streifenwagen bauen. Mach ich mal. Aber Gefängnis und so brauchen wir erstmal nicht. So, schauen wir mal. Ja, so brechen wir die. Alter, sind ja echt übelst viele. Guckt mal, wie viele das sind. Okay, da baue ich mal noch. Dann kriege ich ja langsam hier Panik. Scheiße, jetzt habe ich das für... Ah, ich kann hier trotzdem da noch... Oh nein. Kann ich das wahrscheinlich dann nicht mehr rechts hier voll ausbauen. Ne? Er muss dann irgendwann wieder abreisen. Pech jetzt erstmal. So, mal gucken, ob die jetzt hier... Also, guck mal, Alter, wie viele Verbrecher hier sind. Ah, das sind bestimmt noch die Handlanger von Dr. Wu dabei, schätze ich mal. Würde ich mir gerne mal angucken, eigentlich. So, warte, ich mach mal langsamer. Ich will mir das mal anschauen. So, wo ist denn hier ein Polizeiwagen? Alter, ist hier was los. Ah, guck mal, hier ist ein britischer Bus. Cool. Bin zwar immer noch schade, dass die auch keine Roten dabei haben, aber besser ist nichts. So, dem folgen wir jetzt mal. Verfolgt ein Verbrecher. Okay. Ich glaube, der ist schneller hier. Ah, nein, nicht. Stopp. Nur Pause. Folgen. So, ab geht's. Gucken wir mal. Da sehen wir gleich mal ein bisschen was von unserer Stadt hier. Na toll. Ey, es würde jetzt gerade nicht so schwer sein, dass wir mal irgendwo mal ein Polizeiauto sehen, was gerade Verbrecher verfolgt. Was ist denn hier? Bürgermeister mit der Upgrade. Ja. So. Was können wir jetzt hier noch bauen? Eine Fahne. Hat sich gelohnt. So, Polizei. Ich will jetzt, also das mache ich jetzt die Folge noch. Ich würde die jetzt mal hier verfolgen. So, wo ist denn hier? Hier ist was unterwegs. Ich drücke mal Pause, weil sonst erwische ich die nicht. Da bin ich einfach zu langsam. So, folgen. Herkunft Streifenwagenparkplatz, okay. So, weiter. Jetzt dreht er wieder um, ey. Hoffentlich fährt er jetzt nicht, wieder zum Parkplatz zurück. Bringt einen Häftling in zur Gefängniszelle. Ah, guck mal hier, eine Schießerei. Oh, Alter. Jetzt sitzen sie einfach rum, oder sind die tot? Daniel ist heidenreich. Hofft, der Chef hält seinen Teil der Abmachung ein. Okay. Krass. Aber so richtig gefangen haben sie die noch nicht, ne? Wenn ich jetzt hier drücke, sind es immer noch so viele. Ja, aber gut, die müssen ja jetzt auch erstmal hier wieder aufholen. Wie sieht's denn aus? Verhaftung 17 am Tag, 17 von 50 in der Gefängniszelle drin. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwann ausbauen, müssen wir mal schauen. Aber cool. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal Schluss. Haben wir jetzt doch einiges geschafft, so. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächste Folge wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut und einen schönen Tag. Tschüss.